So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Beim letzten Mal haben wir hier eine Parallelquest beendet, leider nicht gut. Freezer-Armee auf der Jagd. Freezer braucht deine Hilfe, um an die Dragon Balls zu kommen. Tritt der Freezer-Armee bei und beseitige alles, was im Weg steht. Aha. Klingt nicht gut. Also als Golden von uns hätten wir eine Chance, aber machen wir ja nicht. Dann nehmen wir hier mal Broly. Und wer könnte jetzt noch gut der Freezer-Armee beitreten? Broly-Partneranpassung. Ja, das ändert jetzt nicht so viel. Ja, vielleicht noch der alte Broly. Der neue Broly, der alte Broly. Noch ein Broly gibt es leider nicht. Doch den hier. Und Broly Super Schurke. Wir sind jetzt die drei Brolys. Mit dem Namen können wir auch auf Tour gehen, ganz ehrlich. Wir haben sie hier so die Standardsoldaten vorbei, als wären wir ganz normale Leute, dabei. Ne? Die sind winzig im Vergleich zu uns. Okay, Broly raged unheimlich rum. Aber was gut ist, Broly weicht nicht zurück, wenn er von irgendwas getroffen wird. So, machen wir Broly. Da hat uns Piccolo doch glatt erwischt. Sie sollten nicht so viel Leben verlieren. Danke, anderer Broly. Mit Broly sozusagen. Versuchen wir es einfach nochmal. Ist aber an sich jetzt nur der Angriff, den der Standard Broly auch beherrscht. Wir gucken uns dann gleich mal den Riesenbrüller an. Ach, das ist der Angriff, okay. Natürlich kann ich kämpfen, ich bin du. Oder er meinte den Krieg. Das ist schon cool. Die wollen noch fusionieren. Na gut. Bringt ihnen aber auch nicht so viel gegen drei Brolys. Geht mir jetzt gerade so ein Brot auf? Keks? Ich bin heute ein bisschen grantig. Oh, der eine Broly geht gleich drauf. Ja, zum Glück ist nur einer. Apul, Raspberry und der letzte Broly sind noch gut dabei. So, dann können wir den ja einfach mal anbrüllen. Ich brülle ihn an, ich hab Hunger. Ich
Broly ist zu fett für diese Linie. Okay, so langsam sollte ich aber... Nein, nein, nein. Kann mich mal kurz einer wiederbeleben? Ich bin nicht dazu gekommen, die Kapsel zu nehmen. Danke mit Brolis. So. Jetzt reicht's ja aber langsam mal. Ah, ich hab nicht genug Energie. Ich hab besser gesagt gar keine Energie. Hallo? Also, ich weiß, der ist klein, aber kannst du ihn vielleicht trotzdem treffen? Ich meine, er sieht aus wie Kakarot. Das müsste dich doch eigentlich so gut machen. Ich weiß jetzt nicht, wie der neue Broly ist, aber den alten hat's ja. Hat er ja super wütend gemacht. Was ist Riesenzorn? Okay, das ist sowas, bei dem man mit dem Erstschlag trifft. Ob du ein Kind bist oder nicht, das interessiert mich leider nicht. So. Bringt den Gotenks. Ach nee, kommt gar kein Gotenks. Komm erstmal die beiden. Oh, das war der falsche Angriff. Ich wollte eigentlich den anderen. Na, was soll's. Ja. Doch nicht, was soll's. Hat nämlich nicht funktioniert. Ja, Goku ist noch gut gelaunt. Lass uns das ändern. Ich habe ihn nicht erwischt. Mit Brolis, tut doch was. Er verprügelt mich. Ja, da ist er mit Broly. Eben war noch gut drauf und jetzt war plötzlich so gut. Aber er verwandelt sich noch nicht in einen Super Saiyan. Er haut bloß einen anderen Broly mit uns. Den Broly Classic nennt man. Würde ich ihn zumindest nennen. Jo, das ist unser Riesenzorn. Da ist Vegeta. Weil ansonsten noch die ganze Ladung haben wir theoretisch noch. Ach, das ist so ein Charge, okay. Das hat Vegeta jetzt nur ein wenig angekratzt. Könnt ihr ja so einen aufgeladenen Knall machen. Ja, das ist aber nicht so ein Multiball, wie die früheren Brolis haben. Das ist nur so ein Einzelschuss. Broly, Saiyajin no Oji, Vegeta ga aite da. Omae dake wa kankan ni wa shinasen zo. Während die meisten Brolis noch recht okay mit der Situation sind, während wir noch völlig okay mit der Situation sind, drehen die anderen Brolis vollkommen am Rad. War das schon der Finisher?
Nee, einer kommt noch. Ach, natürlich, die müssen noch blau werden. Jetzt haben sie sich einen angetrunken und meinen jetzt noch eine Chance. Ja, das ist der Angriff der Broly Classics. Den habe ich auch drauf. Ich bin stärker als ein Blon. Es ist nicht verwunderlich, dass Broly stärker ist als Super Saiyan Blon 9. Weil auch wenn ein paar Fehler drin sind, die das Ganze mehr zu einem Alternativuniversum machen, wie zum Beispiel, dass Vegeta genauso alt ist wie Goku zum Beispiel, das ist ja in der Tat nicht so. Vegeta ist älter als Goku. Und zwar ungefähr 5 Jahre. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle, weil im neuen Film ist er halt gleich alt. Und ja, ich wollte ja eigentlich etwas ganz anderes sagen. Ich wollte sagen, es ist nicht verwunderlich, dass Broly so stark ist wie ein Super Saiyan Blue, weil wir halt auch in Dragon Ball Super mit Kale gesehen haben, dass der legendäre Super Saiyan durch seine Wut eine Kraft entfalten kann, die größer ist als Super Saiyan Blue. Haben wir gesehen. Von daher kann man jetzt sagen, ja, man wollte den Charakter bloß irgendwie aufpushen, weil normal müsste er ja eigentlich total schwach dagegen sein. Aber nee, man hat schon einen Charakter mit der gleichen Eigenschaft schon so gepusht, mit der Erklärung, dass es diese Eigenschaft ist, die ihn so pusht. Und dadurch, dass diese Erklärung bereits in der Dragon Ball Welt existiert, ja, ist damit der neue Film legitimiert. Und da der legendäre Super Saiyajin existiert in der Dragon Ball Welt, jetzt auch im Anime, ja, würde ich sagen, ist alles gesagt. Der Film, der legendäre Super Saiyajin existiert, damit, und er ist stärker als Blue, damit ergibt es das, was dann im Film wahrscheinlich vorkommt. Ich weiß nicht, ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ich freue mich aber schon sehr drauf, ihn zu sehen. Kommt am 29. in die Kinos. Ich muss mal gucken. Entweder ich gehe ins Kino oder... ja, ich warte irgendwie auf den Konto oder so rauskommt. Ich würde ihn gerne auf Japanisch mit Untertiteln gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da dran zu kommen, ist halt immer so eine Sache, weil... Ich weiß nicht, gibt es den bei Crunchyroll? Wenn's, ich sag's euch, wenn es den bei Crunchyroll im Simulcast gibt, dann wisst ihr, was mein nächstes Abo ist. Weil so Anime-Serien gehen immer, aber an die Filme ranzukommen ist immer so eine Sache. Ich meine, klar, auf illegalen Seiten findet man die Sachen dann schon, aber wir wollen ja legal bleiben, liebe Leute. Und ja, das ist mein Herz. Ich habe nicht genug Energie, um ihn wegzuporten oder was, oder ist das ein Angriff von ihm? Ist gerade einer meiner Mitbewohner draufgegangen. Aber nee, die haben ihn wiederbelebt. Alles gut. So, wo ist der letzte? Vegetto Super Saiyan Blue. Aber es ist nicht Gogeta. Im neuen Film ist es ja, glaube ich, Gogeta. Also zumindest wurde es auf den Artworks so dargestellt. Dass Gogeta da vorkommt. Und deswegen existiert ja auch Gogeta Super Saiyan Blue überhaupt hier im Spiel. Weil er eben aus dem neuen Anime stammt, aus dem neuen Film stammt. Wobei der Manga, für alle, die das nicht mitbekommen haben, der Manga geht eigene Wege und setzt Dragon Ball Super jetzt fort.
Also mit etwas, das überhaupt noch nicht, das überhaupt noch nicht vorkam im Anime. Ein völlig neuer Arc, der exklusiv bisher nur im Manga existiert. Wer ihn noch nicht gesehen hat, oder wer den Manga noch nicht gesehen hat, es gibt bis jetzt noch nicht so viel davon. Aber wer will, kann halt mal reinschauen. Ich kann es empfehlen. Weil ich finde, der Manga bei Dragon Ball Super hat mehr richtig gemacht als der Anime. Aber beide haben selber falsch gemacht. So, ich heile mich wieder voll, weil ich habe keinen Bock, dass ich hier drauf gehe. Ich will diesen Kampf gewinnen. Los, andere Brolis. Ich muss kurz wieder Kräfte sammeln. Oh Gott, wir haben noch eine Minute Zeit für den Kampf. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Und jetzt noch Gogeta oder ist der Kampf jetzt vorbei? Es gibt noch eine Abzweigung. In den Weltraum. Da kriege ich bestimmt... bestimmt noch mal eine Zusatzmission. Achso, hier ist Finisher. Okay. これで私の野望が叶うというものです。お手柄ですよ。 後でご褒美を差し上げましょう。 Okay, wir haben es geschafft, aber leider nicht mit Bonus. Weil wir zu langsam waren. Schade. Dankbarkeit, dass du keine erwarten, du Trottel. Ja, danke. Danke. Diese aufmunternden Worte. So, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Den letzten Part habe ich ein bisschen länger gemacht, dann wird der hier ein bisschen kürzer. Ihr lasst mir jetzt in das Kommentar da einen Daumen nach oben. Sagt mir, was ihr davon haltet, dass ich jetzt versuche, mit anderen Charakteren zu spielen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Dragon Ball Super, Dragon Ball Xenoverse. Bis dann, euer Wolf.